Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Ja, Momo, Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir haben uns entschieden, hier lang zu gehen und deswegen gehen wir da lang. Ja. Und ich bin gerade noch ein bisschen zu laut mit meinem PC. So, so, ja, ja, das klingt gut. Super, bestens. Na los. Bevor wir darüber springen, gibt's noch irgendwas? Glaube nicht. Also dann. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Affen? Wie cool ist das denn? Dass da Affen sind. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um, bevor wir weitergehen. Definitiv. Wer weiß, was wir alles finden. Ich nehme alles. Ich kann alles gebrauchen. Wie zum Beispiel diesen Schrank, der komplett leer ist. Okay, na los. Was ist denn das? Kann ich darunter die Luke öffnen? Oder kann ich darüber, besser gesagt? Absteigen, bitte. Na komm, das ist doch nicht hoch. Na, dann halt nicht. Rennen wir ein bisschen zu Fuß hier durch die Gegend und untersuchen mal den ganzen Kram. Ich vermute mal, wir müssen da hinten zum auffälligen Gebäude, deswegen gehen wir mal hier entlang und hier ist keine Tür. Oh, hier kann man da rein. Sehr schön. Leider nichts, aber wir können immer noch höher. Ja, sinnvoll. Ah, warte. Aha. Ich hab den Trick durchschaut. Sauber Pillen. Wie viel haben wir derzeit? 85. Nicht mehr viel bis zu 100 und dann haben wir ein bisschen mehr Leben. Kann man sich gerne mal geben, ne? Moni, ja. Nehm alles, was ich kriegen kann. Schau, dass ich nicht ranzoomen kann. Das Bild gerne sehen. Was soll das? Liebe. Erinnerung. An die Familie. Ein Hund. Ist ja alles vollgemülltes. Ich meine, okay, wir leben in der Apokalypse, aber... Kann die Sachen auch aus dem Fenster werfen, oder nicht? Huch, was war das? Ein Trainingsbuch. Medikit verbessert. Medikits sind 33% stärker. Heißt wohl effektiver, nicht stärker, ne? Wollen wir mal richtig bleiben. Der. Schade. Aber Trainingsbuch ist Trainingsbuch. Oh, wieso nicht? Fünf Pillen fehlen noch und dann haben wir mehr Leben. Was haben wir denn da noch? Ob da die Pillen für uns sind? Da liegt auf jeden Fall irgendwas Pillenartiges. Ah, Scheren. Ja, Scheren sind Pillen. Ganz genau. Wir könnten unsere Machete präparieren? Aber die tötet doch sowieso schon mit einem Schlag, oder? Was hat sich da jetzt verändert an dem Ding? Wir gucken gleich draußen. Ich glaube, da haben wir eine bessere Sicht drauf. Gut, der Rest ist voll. Keine Ahnung, vielleicht haben wir jetzt einfach nur 3 Stacks drauf gebaut. Ah, wir haben 3 Stacks drauf gebaut. Ah, okay. Wir haben 3 Stacks mehr, ich verstehe. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Wollen die Affen mir irgendwas zeigen? Ob da hinten noch irgendwas ist? Wir gucken vorsichtshalber mal nach und dann gehen wir mal zu den Affen. Oder sollen wir da hinten lang? Also insgesamt? Gesehen? Dass da hinten der Weg ist?
Weil Ellie guckt in die Richtung. Und das sieht ziemlich auffällig aus da hinten. Wir gehen erstmal zu den Affen. Die Affen springen da hinten so rum. Die wollen mir bestimmt irgendwas zeigen. Das Stadion. Weil dieser Durchgang da hinten sieht auch auffällig aus. Wobei der ist zugewachsen. Oder auch nicht. War das dein erster Affe? Ellie? Reden wir nicht drüber. Sie ist nicht da. Bin alleine. Da könnte man bestimmt geil reiten. Mit seinem Pferdchen. Ellie? Ja gut, dann bin ich halt alleine. Ich krieg das auch alleine geregelt, kein Problem. Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Wer? Was? Achso, Ellie hat wahrscheinlich gefragt, wo sind die Fireflies? Nur sie ist überhaupt gar nicht in der Nähe, deswegen können wir sie nicht hören. Und daraufhin haben wir geantwortet, sie halten sich wahrscheinlich gerne bedeckt. Aber ich hätte Ellie doch schon gerne an meiner Seite, damit ich mit ihr sprechen kann. Wäre schon eine coole Nummer. Hier können wir rein. Du auch. Achso, sie sagte wahrscheinlich, pass auf dich auf. Ich rätselrate hier. Oh! Schön, wie wir Selbstgespräche führen, aber ich kenn's ja nicht anders. Ich führe tagtäglich Selbstgespräche. Ah. Campusplan. Wie uns nichts bringt, weil es ein Alter ist. Aber anscheinend gibt es wahrscheinlich irgendwie eine Trophäe oder so. Sammel alle Pläne. Es ist mir hier zu offen. Liegen hier Flaschen oder so rum? Voll. Schere. Pillen. Ja, wir sammeln wieder Pillen. Ich weiß auch nicht, was wir als nächstes machen, aber ich werde es schon rausfinden. Huh? Tagebuch eines Studenten. 18.01. 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemanden. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden, doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur. Aber immer noch alles sicher. 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herumstreuende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather. Vielleicht war es sogar Heather. Scheiße. Heather, der Name kommt mir bekannt vor. War das nicht oben auf dem Scharfschützennest? Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her. Also weshalb die Mühe? 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie brauchte das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Wie lange ging das wohl gut? Gute Frage, gute Frage. Also er war anscheinend nicht allein. Obwohl am Anfang hörte sich das an, als wäre er alleine gewesen. Ach, voll, super. Ich gehe in den Raum und schon wird man angezeigt, dass ich voll bin. Schön. Hier waren wir schon drin. Nichts. Badezimmer? Ah, wieder diese ein Bad für zwei Zimmer Technik, ne? Ich mag das. Ich mag das wirklich. Kann man sich im Badezimmer Verdammt. Treffen? Sporen. Um zu quatschen? Wieso nicht? Oh, Sporen sind sie doch Gegner. Ah! Versuche einmal rumzugehen, um Ellie die Tür zu öffnen, ich verstehe. Oder das Tor zu öffnen.
Oh je, Klicker. Okay, scheint alles Klicker zu sein. Dann bewegen wir uns mal langsam hier weg. Da liegt irgendwas drin. Ist das eine Flasche? Ja, das ist eine Flasche. Gut, kramen wir mal die Flasche raus, sicherheitshalber. Muss ich da rein? Ich hoffe inständig, dass ich hier weiterkomme. Messer und Klebeband. Alles voll. Da war jetzt dieser Klicker. Nicht nur einer. Und der kommt direkt hierher, ne? Ja, direkt. Okay, gut. Ich habe auch noch eine Flasche gefunden. Alles ist gut. Ich dachte schon, die kämpfen. Fuck! Soll ich denn da vorbeikommen, ohne zu kämpfen? Anscheinend kann man durch die Räume links auch rüberkommen, aber. Oh, ist das so ein Fetter? Shit, das ist so ein Fetter, ne? Ah ja, das ist so ein Fetter. Ich bin so geliefert. Will nicht kämpfen. Wenn wir sterben, dann machen wir es nochmal. Aber der hört uns nicht. Die Frage ist, kann er uns sehen? Ich glaube nicht, dass er sehen kann. Ich meine, Klicker verlieren ja schon das Augenlicht, ne? Das heißt, der Dicke wird uns wahrscheinlich nicht sehen können, weil das schon ein Stadium danach ist. Oh, oh. Mach doch, mach doch, mach doch, mach doch, mach doch, mach doch. Okay, die Frage ist nur, ob ich in Sicherheit bin oder nicht. Vermutlich nicht. Oder doch? Heilige Mutter Teresa. Könnt ihr raus? Ich will auch noch nicht raus. Boah, was war das denn für ein Raum? Zum Glück musste ich nicht kämpfen. Im Badezimmer ist natürlich wieder nichts zu finden. Nicht mal Klopapier hier zu finden, weißt du? Könnte man wenigstens als Müll benutzen oder so. Theoretisch. Leer. Halt, was war das? Ah, oh ja. Das gefällt mir doch. Na gut. Hauen wir ab. Ich weiß es nicht, dass ich da so klar rausgekommen bin. Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Oh nein, ist das ein Generator? Ich mag keine Generatoren. Generatoren sind immer so laut und blöd. Achso, der Generator. Ah, dafür brauchen wir ihn also. Sie schmeißt ihn an. Also sie drückt nur aufs Knöpfchen, ich mache ihn nur, ich stöpsel ihn nur ran. Höchstwahrscheinlich nehme ich an. Ja. Gut kombiniert, Sherlock Zero.
Okay, ich habe ein bisschen Angst, was gleich passiert, aber. Ziehen wir es durch. Versuchen wir es mal. Geschafft! Ja, komm schon durch. Los. Okay. Die Klicker. Ja, komm. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Benutzte sie als Verteidigung? Ernsthaft? Er hat doch überall Fallen gelegt. Rutsch mal. Ja. Davon hat er kein Wort erwähnt, dass es Verteidigung war. Das hat er sich doch jetzt ausgedacht. Ne, gehen wir erstmal weiter. Sieht doch nach einem Versteck aus für irgendwelche guten Sachen. Komm. Wir gucken kurz nach. Wieso sollte das hier sonst sein? Ja, nur um mich zu verwirren. Klasse. Rutsch doch mal. Unglaublich, dass ich sie nicht mit meinem Fuß treffe, wenn ich jedes Mal aufsteige. Aber gut. Ich weiß nicht. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja. Langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Ja, ich mag das hier gerade nicht so, weil es ist zu ruhig. Wir hatten im ganzen Spielverlauf keine so ruhige Stelle. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Na los! Aber richtig Warst krass. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Könnten wir auch mal leben mit Fireflies? Das sollten wir. Wäre die schlecht, wenn... Rutsch mal. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet, aber es gefällt mir nicht. Aber zumindest das Licht ist noch an. Strahlt das Licht absichtlich auf die Solarzellen? Komm! Soll das irgendwas bringen? Soweit ich weiß, enthält normales Licht keine brauchbare Energie. Ja, scheint der Eingang zu sein. Und zumindest haben sie Strom. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Zugerostet, da ist eine Kette drauf. Kommen wir rüber. Das ist eine Kette, das ist nicht zugerostet. Du musst die Kette kaputt machen. Okay, wie sollen wir denn da rüberkommen, Madame, hä? Hast du eine Idee? Los, rutsch. Ist das eine brauchbare Tür? Ich glaube, das ist absichtlich abgeriegelt hier. Aber ich sollte zumindest mal nachgucken. Wir müssen noch nicht mehr auf dem Pferd reiten, wir sind hier schon hier drüben. Nein, ist keine brauchbare Tür. Oder doch, wir können hier lang gehen. Ja, super. Wieso nicht gleich so? Dann hoffe ich wenigstens, dass wir da durch können. Wäre schon irgendwo super. Nee. Nicht mal was zum Knacken da. Aber hier ist doch so eine Luke. Nope, auch nicht. Nein, schade. Okay, das Einzige, was ich gesehen habe, ist eine Lücke in der Wand. Da oben, im Zaun. Da.
Komme ich aber so zu Fuß nicht hin und würde mir auch wahrscheinlich nichts bringen, da zu sein. Was war. Oh, das war ein Blatt. Habe ich mich erschrocken. Alter, hoch bringt das nichts. Nein, bitte nicht. So, wir haben es gefunden, aber wir wissen nicht, wie wir rüberkommen. Können wir das Ding hier bewegen? Das können wir bewegen. Sehr schön. Ah, dadurch geht es kaputt. Jetzt wird er runterrollen und schön das Tor aufreißen. Gut nachgedacht, Sherlock Zero. Gut nachgedacht. Hab's aufgemacht, hab einen Schlüssel Okay, gefunden. nicht das, was ich wollte, aber es geht. Ich vermute mal, das Ding braucht man, um hochzuklettern. Ah, hier, komm. Ich wusste es. Aber erstmal gucken wir nach der Tür hier. Gehst du auf? Nein? Schade. Die will auch nicht aufgehen, aber da liegt doch irgendwas. Ach, das war ein Blatt. Na gut, hier ist nichts. Solarpendel. Ja, das ist nicht schon nicht schlecht, ne? Da kann man echt eine Weile überleben. Da hat man Strom fürs Handy, für die Konsole. Okay, Man kann alle Spiele spielen, wenn man komm, sie Kleine, gefunden gib mir die hat. Hand. Weil da musst du ja nur zum GameStop und da ein paar Spiele klauen. Danke. Falls sie nicht schon alle geplündert worden Sehen sind. wir uns um. Wer weiß sowas schon? Leer. Aha. Falls wir gleich Gegner treffen. Wo sind Sie? Gute Frage, Ellie. Nächste Frage. Wie sind Sie hier weggekommen? Dann mal So. los. Aber wir haben immer noch kein Kit gefunden, ne? Ich hoffe, wir finden hier wohl eins. Ohne Kit kann ich hier nichts machen. Ich möchte nicht unbedingt irgendwas ausgeben, was ich bereuen werde später, wenn ich das Kit gefunden habe. Alles leer. Niemand da. Außer mein Schatten. Und Ellie. Apropos Ellie. Wo bist du hin? Kleine Göre, ne? Da guckt man einmal weg und dann ist sie hinter einem. Okay. Ich glaube, ich habe mindestens ein Kit verpasst. Ein Kit habe ich, glaube ich, verpasst. Es kann nicht sein, dass wir im letzten Mal schon ein Vierer-Kit ausgeben konnten. Wahrscheinlich laufen wir jetzt hier durch die Gegend, um irgendwas Yes. abzugraden. Was denn? Das Heilmittel. Wird es schmerzhaft? Nein, nein, Sie nehmen bestimmt nur Blut ab. Ganz harmlos. Ich kenne Spritzen. Wir wurden in der Schule geimpft. Schmerzhaft. Spritzen sind natürlich schmerzhaft. Gut, je nachdem, was für eine Spritze das ist, ne? Na bitte. Kit? Ja! Sehr nice. Und? Sehr nice. Was haben wir bekommen? Molotow verbessert. Der Explosionsradius ist zweimal so groß. Ja! Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Gute Idee. Man muss ja nicht gleich ankündigen, dass man da ist, ne? So, zurück. Wir haben jetzt das vierte Kit. Und ich bin verwirrt. Wo? Ach, ich komme von hier, genau. Ich komme von hier. Ellie ist da lang gegangen, ne? Und hier irgendwo
war das Ding ins Kirchens. Die Werkbank. Tada! Dann mal los. Okay. Wir haben 399 Punkte. Hä? Okay. Ich meine, Teile. Wie ist das möglich, dass wir 399 bekommen haben? So eine ungerade Zahl? Hä? Gut. Keine Ahnung, woher. Was haben wir denn? Was wollten wir unbedingt machen? Panzer brechen, ne? Streuung, Rückstoß, Magazin, Schussfolge, Nachladetempo. Panzer brechen 5 Schaden. Reichweite mit der Schrotflinte ist eigentlich nicht so wirklich der Burner. Schaden brauchen wir auch 5, ne? Ja, Reichweite, komm, machen wir noch Reichweite und das reicht dann auch. Vielleicht finden wir sogar noch das 5. Das wäre richtig großartig. Wir könnten noch das Zielfernrohr verbessern. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Ja, komm. Nee, das sparen wir uns auf. Das sieht gut aus. Na gut. Suchen wir mal die Fireflies. Ich bezweifle, dass sie hier drin sind, weil uns fehlt noch 5. Kit. Wenn wir kein Kit übersehen haben, dürfte es hier nicht enden. Außerdem haben wir den Flammenwerfer sehr spät bekommen. Wobei der ist so OP. Kann ich mir vorstellen, dass man die irgendwie für die letzten Kämpfe bekommt. Schreibst nichts du da? Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Hm. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Oh, das dürfte interessant werden. Bleib in meiner Nähe, weißt du, und läuft voraus. Vielleicht einer der Affen. Vielleicht wurden deswegen die Affen gezeigt. Weil die uns hier erschrecken sollen, die Penner. Steine, Flaschen. Fuck. Das sieht nach einer Kampfsituation aus. Gott, das ist tief. Da will ich bestimmt nicht runterverfallen. Schön aufs Holz, das federt bestimmt ab. Okay, das heißt, wir gucken erstmal da drüben nach. Bevor es zur Kampfsituation kommt, prüfen wir erstmal die Umgebung. Nehmen wir nochmal eine Flasche mit, wobei brauchen wir nicht. Es ist echt doof, dass hier überall Flaschen liegen. Das heißt, wir werden hier überall kämpfen müssen. Die Frage ist jetzt, was kommt? Zombies oder Banditen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was besser ist. Oder was schlechter ist, besser gesagt. Ich glaube, Banditen wären das Beste, weil, keine Ahnung, die sind easy zu töten. Die sind nicht so krass wie die Zombies. Ach, hier waren wir dran. Aber da waren wir noch nicht drin. Was war das? Ach, der Stein. Ach, Freunde, ich hab die Zeit vergessen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.